Jo Leute, was geht? Das hier ist das 14. Video der Sommerferien und heute wollte ich mal einfach so ein bisschen labern ohne Thema und im Hintergrund seht ihr ein TDM auf Museum. Ich habe mit der G-Moll gespielt, die am Anfang ein bisschen daneben geschossen, aber egal. Ich blende euch die Klasse jetzt mal ein. Und zwar mit Romans G-Moll gespielt. Ich habe vorher nie die G-Moll gespielt, muss ich sagen. Aber irgendwie ist sie jetzt seit gestern, ja seit der Challenge meine Lieblingswaffe geworden. Weil, also die Challenge gestern war ja, dass ich mit Sensi 10 mit der G-Moll eine Raserei machen musste, glaube ich. Und, früher, wenn ich mal mit der G-Moll gespielt habe, da war das so, dass wenn dann so ein Gegner vor mir stand und dann von links und rechts hin und her gegangen ist, dass ich nicht hinterher kam mit dem Ziel, weil die Sensi zu mir gleich war. Das habe ich aber irgendwie nie gemerkt, weil ich dachte, dass es nicht so viel bringt, wenn ich den hochstellen würde. Und gestern habe ich es aber dann gemerkt und dann habe ich mal, nicht auf Sensi 10, aber danach mal auf Sensi 6 oder 7 oder so gespielt. Ich habe ja vorher mal auf 3 oder 4 gespielt. Dann habe ich gemerkt, dass das mit der G-Moll ja eigentlich voll abgeht. Da trifft man die Gegner einfach, auch wenn die immer vor einem so hin und her rennen und so. Deswegen ist es richtig geil. Danke, dass ihr mir die Challenge gegeben habt. Macht auf jeden Fall richtig Bock mit der G-Moll. Und ja, für die, die es nicht wussten, mit der G-Moll Blindfire müsst ihr, wenn ihr, oder könnt, geht besser, wenn ihr vor dem Gegner hin und her springt, wie so ein Affe. Naja. Jedenfalls spiele ich jetzt wieder mehr U3, also ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, glaube ich, mehr Uncharted 2 gespielt als Uncharted 3. Ich weiß nicht wieso, einfach Motivation gefehlt oder so, einfach so, keine Ahnung. Aber jetzt wieder mehr Uncharted 3, ich weiß nicht, seit gestern bin ich wieder richtig motiviert, keine Ahnung warum. Und deswegen habe ich auch seit gestern wieder Uncharted 3 gespielt, oder vorgestern, weiß ich nicht ganz, ich glaube gestern. Und es hat gestern Abend so übelst Bock gemacht, ohne Spaß, ey. Auf jeden Fall richtig geile Gameplays erspielt. Ne, okay, eigentlich nicht. Eigentlich nur das und heute noch eins, aber immer gute Scores gehabt, aber nicht so was Besonderes. Immer so 14-0, 15-0. Kannst ja keinen zeigen, aber ist ja nicht schlecht. Naja, und dann heute wieder angefangen zu spielen, heute Mittag, so um 12 Uhr. Also um 12 Uhr habe ich angefangen zu spielen, jetzt gerade ist es 15 Uhr. Und erste Runde richtig weggeleckt worden, ja. Richtig abgefuckt worden. Das hat also nicht so ein bisschen geleckt, sodass sie ja noch mitgezogen haben, sondern richtig um die Ecken gegammelt, ne? Und dann erstmal gedashboardet, ja. Also ich dashboarde eigentlich nicht, zumindest nicht wegen meiner Quote, sonst würde ich ja die Serie Challenge auch nicht machen, ne, wisst ihr ja. Sondern einfach nur, wenn es unfair ist, ja, wenn geleckt wird oder so, oder wenn ich alleine gegen eine 5er-Lobby spiele oder sowas, dann finde ich das in Ordnung, wenn man rausgeht. Und naja, jedenfalls zweite Runde danach, Defy Ray getroffen. Defy muss man nicht erklären, kennt jeder. Und boah, das hat so aufgeregt, Mann. Ohne Witz. Auf jedem war das. Und in irgendeiner Ecke immer hatte einer die T-Bolt, weil der hat noch mit irgendwelchen Leuten aus dem Light-Clan gezockt. Das ist auch so ein Sniper-Clan. Ja, und du wurdest immer von irgendwo weggesniped, hast niemand gesehen. Ja, ich bin so ausgerastet, Mann. Ohne Spaß. Scheiß Sniper bzw. scheiß Clip-Hunter. Ja, die tun alles dafür, um irgendeinen scheiß Clip zu holen. Ja, die gammeln sich da richtig einen weg. Du wirst von irgendwo weggesniped, die springen nur mit der Sniper-Noscope vor deiner Nase herum, in der Hoffnung, mal irgendwas zu treffen, ja. Dann bin ich auch direkt rausgegangen. So, nächste Runde. Noch übertriebener weggeleckt worden, als in der ersten Runde, ja. Da war ich halt schlecht vom Score her und setze meine Rauchbombe ein. Boah, hier schon mal Raserei, nice. Setze meine Rauchbombe ein und werde durch die Rauchbombe geschlagen. Ja, und wenn man tot ist, dann geht die Cam ja immer auf den hin, von dem man gekillt wurde. Und der war irgendwo in der Decke drin oder so. Keine Ahnung, was der gemacht hat, ey. Der hat so krass geleckt, aber das werdet ihr auf jeden Fall später noch sehen, sage ich gleich noch was zu. Und, das war die dritte Runde. Und in der nächsten Runde, in der vierten Runde, ja, das war dann irgendwie schon so 13.30 Uhr oder so, also anderthalb Stunden später, da bin ich dann einfach aus der Runde rausgeflogen, ja. Also einfach, keine Ahnung, da stand Spiel startet in 3-2-1, wie hieß das. Einfach rausgeflogen, wieder Niederlage bekommen, ja. Das heißt, vier unnötige Niederlagen. Ja, das hat richtig abgefuckt, ohne Witz. Aber danach ging es eigentlich wieder. Habe ich eben direkt noch ein Rampant erspielt, was ihr dann später in dem Commentary wahrscheinlich sehen werdet. Und, ja, das heißt, heute Mittag habe ich eigentlich nur Clips für kommende Videos erspielt. Ja, ihr wisst ja, ich mache ein Video, habe ich mir jetzt überlegt, was an Uncharted abfuckt. In U3 und in U2. Hier, nice, daneben geschlagen, wie so ein Spaß. Und, habe ich so gesagt, heute Clips gehuntet. Für eine Serie, wo ich zeige, was abfuckt. Ist ja auch wieder geil, ne? Und da fange ich jetzt an, das Video zu machen. Nicht wundern, dass ich pumpe. Ihr seht ja oben links, ich spiele mit Teufelskerl wegen Muni, weil ich eigentlich ein G-Mall-Only-Rampant machen wollte, aber ich habe ja dann noch die T-Volt benutzt, aber ist ja auch egal.
Jedenfalls das Video, was an Uncharted 3 und Uncharted 2 Abfuck kommt dann. Das werde ich dann auch alles mit Clips unterlegen. So wie ich zum Beispiel eben gesagt habe, mit der Raubbombe und sowas. Mit den Leggern und alles drum und dran. So viel dazu. Und dann kommt noch ein extra Video, das kommt irgendwann später danach. Also Vor- und Nachteile von Uncharted 2 und Uncharted 3. Was ist besser, was hat sich verändert, was waren gute Veränderungen, was schlechtere, was ist neu, dies, das. Und dann auch so ein Fazit und so. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, viele von euch haben Uncharted 2 gar nicht oder auch noch nie gespielt. Da kann ich ja dann auch nochmal so ein bisschen was sagen und so. Und da habe ich mir noch überlegt, ich mache jetzt heute seit 3 Wochen YouTube. Und das heißt, heute in einer Woche, also nächste Woche Sonntag, mache ich seit einem Monat YouTube, fast jeden Tag ein Video hochgeladen. Hier beste Nachricht übrigens, ich habe den danach gefragt, für was er mich reporten will, aber er hat nicht geantwortet. Wahrscheinlich Aimbot oder so. Habe ich schon mal die Vorwürfe bekommen, aber ist auch, ich glaube, wieder am Thema vorbei. Jedenfalls habe ich geplant, ein Best-of vom Monat zu machen, ne? Also, dass ich dann immer die besten Clips und die besten Szenen, sage ich mal, von den ganzen Videos, die in dem Monat erschienen sind, zusammenschneide und als ein Video hochlade. Muss ich noch genau gucken, wie ich das mache. Aber ist ja auch noch eine Woche hin. Nächste Woche Sonntag kommt dann das Video. Wieder wie jeden Tag, so ungefähr um 18 Uhr. Und das wird dann halt einmal im Monat immer am Ende kommen. Also nicht jetzt Ende Juli, Ende August und so weiter, sondern weil ich ja vor 3 Wochen angefangen habe. Das war ja, sag ich mal, mitten im Monat. Dann immer genau, wenn ich einen Monat voll habe. Also nächste Woche und dann immer einmal im Monat. So, und Challenge und Beat Them All kommt weiterhin wie geplant. Also Challenge immer mal zwischendurch, wie es passt und wie ich Bock habe. Und Beat Them All einmal in der Woche freitags. Ich wollte das eigentlich öfters machen, aber na, so viele Kandidaten habe ich jetzt auch nicht. Deswegen, es kann sich ja auch lange hinziehen. Ne? Die Zeit drängt ja nicht, wir haben ja immer Zeit. Und das Gameplay geht auch gar nicht mehr so lange. Ich wollte mit dem Philipp zocken, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, habt ihr am Anfang gesehen, der ist aber dann gequittet, weil hier doch oben rechts seht ihr es jetzt, Philipp 97 minus. Ja, das Problem war nur, dass wir gesplittet worden sind und dann ist er gleich rausgegangen. Es war ziemlich knapp hier, genau gerade noch ganz knapp das Rampant bekommen, 20-0 endet es. Und ich wollte noch was sagen, und zwar habe ich jetzt fast die 100 Abos geknackt, aber da kommt was in den nächsten Tagen dazu, also wenn ich es habe, kommt da was zu und erkläre ich dann später. Und jedenfalls kommen dann jetzt noch die Clips und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, yeah!